Wir zeigen Ihnen, wie wir die Pack Capture App mit dem MicroQ verbinden. Dazu brauchen wir die Lab-Version der Pack Capture App auf unserem iPad und die aktuelle Firmware auf dem MicroQ. Die richtige Firmware ist standardmäßig installiert. Die aktuelle Lab-Version der Pack Capture App gibt es im Apple App Store. Einfach kostenfrei downloaden und los geht's. Um das MicroQ einzuschalten, den Power-Button so lange drücken, bis die beiden LEDs unter dem Power-Button blau aufleuchten. Während das MicroQ bootet, leuchten die drei LEDs auf der linken Seite von links nach rechts nacheinander blau auf. Wenn die ersten beiden LEDs dauerhaft grün leuchten, ist das MicroQ einsatzbereit. Wir verbinden das iPad mit dem WLAN des MicroQ. Dazu in den Einstellungen des iPads das WLAN des MicroQ auswählen. Die SSID des WLANs ist standardmäßig die Seriennummer des MicroQ. Diese steht unten auf dem MicroQ. Jetzt öffnen wir die Pack Capture App, wählen unser MicroQ aus allen verfügbaren Geräten aus und melden uns mit einem beliebigen Benutzernamen an. Auf der Startseite der App erscheint unser MicroQ. Jetzt können wir unsere Messung vorbereiten.